Holz. Auch Holzer. Hast die Klamotten noch gar nicht angezogen, ne? Klamotten? In denen du Tab drückst, müsstest du sie noch im Inventar haben. Klamotten? Wieso bin ich nackt? Du hast eine Buchse an. Ist aber auch nix. Irgendwie. Hast du es noch nicht hergestellt, oder was? Machen wir jetzt erstmal einen Bogen. Beschütz mich! Das Spiel ist einfach sehr ruhig. Oh, da vorne sieht gut aus. Da wird es wieder grün. Habe ich automatisch Pfeile? Nein, du musst dir welche craften. Ah ja, gut. Dafür brauchst du halt Federn aus Vogelnestern, Steine und ich glaube Holz. Ach, hier kann ich das machen. Reichen zwei für den Anfang? Ich weiß, bei weitem nicht. Achso, Müll. Vorne wird's grün, das gefällt mir. Wollen wir mal hier in die Hütte reingucken? Ich hab nur eine Axt. Warte, 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 warte. Du hast unten einen Block, ne? Gebietsschutzblock. Den kannst du wegschmeißen, braucht keiner. Wie schmeiß ich was weg? Einfach rausziehen. Was macht der? Damit kannst du quasi sagen, dieses Gebiet von 40 Blocken oder was weiß ich, was du vorher eingestellt hast, ist halt ringsherum, darf da keiner. Ach so, was bauen oder so? Genau. So, jetzt habe ich hier eine Truhe gebaut. Ja. Und dann kannst du mit Shift, ach so, erst wenn ich natürlich hier nicht mehr reingucke. Shift Linksklick alles rüberziehen. Da sind wir nicht voll, wenn wir jetzt in die Hütte reingehen und halt viel Loot finden, ne? Shift Linksklick. Genau. Ich ziehe, glaube ich, gerade aus der Kiste raus. Ja. Links ist Kiste, rechts bist du. Okay, gut. Laser. Okay, irgendeine komische Kacke. Hier, die Pfeile kann ich drin lassen? Oder soll ich die mitnehmen? Die Pfeile. Pfeile kannst du mitnehmen. Mir fehlen Steine. Hast du zufällig Steine? Oder ich klopf mir welche. Kann ich. Geht das denn mit der Axt? Jo. Mach mal Die ganz Axt kurz. wirst du. Ja, Axt wirst du ganz, ganz oft am Anfang verwenden. Das ist so ein Universal-Drecksding. Ah. Soll die kaputt gehen, kannst du dann im Inventar, wenn du auf die Axt klickst, Ja. hast du dann A für reparieren, zeigt dir das oben an. Hat Dann. er gemacht. So, Steinpfeile, wie viel kann ich machen? 18. Was fehlt mir dann wieder? Holz. Achso, die brechen einfach auseinander, die Steine. Boah. Sind nicht komplett weg dann? Nee, nee. Wahrscheinlich werden diese Stücke dann auch noch mal. Nee, ich glaube nicht. Okay. Wirf mal deine Steine raus, dann kann ich noch ein paar Pfeile machen. Da rollen sie. Ach, da rollen die 41 Kieselsteine. Ja. So, warte mal, komm mal her. Blei gefunden. Ja. Ja. Oh, perfekt. Direkt mal den Bogen probieren. Ich kann nicht schießen. Muss ich noch die Pfeile in die Dings reinziehen? Nee, halt mal R gedrückt, während du den Bogen in der Hand hast. Es gibt verschiedene Arten von Pfeilen, deswegen.
Achso, mit rechts wird anvisiert und mit links wird alles klar. Genau. Na gut, getroffen hat der eher weniger. Also treffen tue ich eher weniger, sag ich gleich. Ja, Mann. Ja, der lebt noch. Jetzt ist er tot. Ja, da verbrennt doch die ganzen Pfeile wieder an dem. Ah, der lebt noch, der lebt noch. Das ist der hier? Ach, der da hinten. Jetzt ist er tot. Wie kann ich den Bogen entspannen? An sich kannst du die nicht looten. Wenn du die looten kannst, droppen die was. Pass auf, fackel nicht ab. Alles gut. So. Nee, keine Post da. So, Hocke? Soll echt leise sein. Die können auch manchmal oben einfach von einem Dachstuhl runter. Dachstuhl runterhüpfen? Ja. Okay, guck mal, da zum Beispiel. Oh, hier kommt jemand angekrochen. Ekelhafter Homo-Fürst. Ja, fall mal runter. Down. So, der da hinten schläft zum Beispiel noch. Wenn die schlafen, dann stehen die einfach. Ja, manche sitzen auch. Da gab es jetzt zum Beispiel einen Schleichbonus. Schleichbonus mal 2, ne? Da hat es halt doppelten Schaden bekommen. Und die da unten zum Beispiel schläft auch. Ach so. Dieser Schrei. Sack tot. Hab ich mir mal gegönnt. Ich glaube, die ist doch direkt an dahinter, ne? Was ist mit versperrten Sachen? Kannst du aufprügeln irgendwann mal. Dank. Ja, aber dort kannst du halt durchgucken und siehst, dass es da bloß wieder rausgeht. Du kannst halt wirklich jeden Schrank einzeln looten. So, schön, Kochtopf. Hier ist auch nochmal ein Kochtopf. Perfekt. Magst du den töten? Direkt innen hinterher. Beim Scheißen getötet. Oh, hier liegt noch einer. Oh. Hä, der ist direkt hinter sich. Und sauber da unten. Doch. Ist das eine Mine? Schon der Ort, ja. Das hört sich nicht gut an. Du musst halt aufpassen, ich könnte halt auch Hunde drin spawnen. Gegen zwei. Gut, ich nehm rechts. Okay. Ich bin drauf. Das kommt direkt so fett. Guck mal, da oben. Ja, das sind zwei. Da oben zum Beispiel ist eine Chemiestation. Ach, hier kannst du looten, genau. Wie doof von dir. Geh da einfach bloß näher ran. Ah. Kann ich sogar von hier unten looten. Spiritus. Alles mitnehmen. Nimmst du die liegt? Ja. Sag drauf. Bescheid. Und Feuer. Lebt noch?
Immer noch? Nee, hey, aber da ist noch einer links in der Ecke. Ja, ja, den habe ich gerade gesehen. Also das war jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr kleines Haus. Warte mal hier. Ach du Scheiße. Jo, ist safe. Es wird übrigens Nacht. Hier klingt übelst brutal, Alter. Ach, das ist bloß so einer. So, jetzt können wir vor zu unserer Truhe gehen. Und dann looten wir wieder. Schlafsack nicht vergessen und weiter. Ja? So. Du kannst auch Sachen zerlegen, wenn du mal deine Tasche guckst oder so. Ja. Hast du vielleicht leere Dosen oder sowas? Kohlebrocken brauche ich ja nicht, ne? Nee, brauchen wir noch nicht. Aber ich nehme mal das mit. Nein, brauchen wir nicht. Den Kohlebrocken hier nehme ich mal mit. Du hast doch welche gerade gedroppt, ne? Genau. Ja. Deckt nämlich alles schön. Eier, die Federn, das Holz. Überladen, schlecht. Kaffeebohnen bleiben hier, Farbe bleiben hier. Boah, das ist. Keine Ahnung, so. Mal gucken. So, und das mach ich. Bin schon überladen. Und mal gucken, ob du den Rest mitnehmen kannst. Achso, ja. Einfach alles anklicken. Wenn du nicht überladen bist. Alles klar, hat genau gepasst. Die Kiste bleibt einfach stehen, oder was? Ja. Okay. Und jetzt? Sorry, ich habe gerade geschrieben. Jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter Richtung Norden. Weil wird nämlich dunkel. Ach, dunkel. Dunkeln ist gut munkeln. Das Gebiet ist halt echt kacke. Hier wächst halt nichts. Du wirst hier nirgendwo Wasser finden. Ne? Also da empfiehlt sich hier dieses grüne Gebiet auf jeden Fall. Okay. Daily News, Nuklear. Schneller gehen. Besser. Was ist los? Hundi. Hundi? Ja, das ist ein Hundi. Hört sich zumindest so an. Ne, da hat er noch gegen eine Wand geklopft. Genau so nach dem Motto. Oh, gruselig, Mann. Knack, knack, knacking on Mitty's door. Suchen wir mal eine Hütte hier irgendwo. Mann, die ist ja schnell. Aber warum sind die nachts dann schneller als am Tag? Eigentlich ist das gar nicht. Egal, wir nehmen die Kirche. Willst du wirklich? Ne, die ist ein bisschen groß. Was geht jetzt ab? Außen? Das war gerade ein komisches Geräusch. Jetzt ist es Nacht. Oh. Guck mal, da vorne haben wir einen Wassertank, das ist richtig gut. Also wir können jetzt hier in der Nähe uns versuchen, irgendwas aufzubauen. Direkt hier geradeaus. Haus würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, das große. Na, weiß nicht, wie viele Zombies. Kaputt. Wir können das. Nee, das. Alles Asche hier. Sag du was an, was gefällt dir? Mir eigentlich egal, man könnte auch einfach hier, das ist hier mit der, also die Doppelgarage nehmen. Ja, pass auf, die können voll mit Zombies sein. Wird auch voll mit Zombies sein. Ist dir sicher? Ja. Mal hier oben reingucken? Ja. Oh, tschüss. Die liegen da und schlafen. Vorne ist irgendwie Pharmazeutik. Oh, Pilz. Oh, geil, hier ist eine Fabrik von Pillen. Das ist ja geil. Okay, wir laufen. Was ist hier mit denen jetzt los?
Da oben ist ein Wasserturm. Ja, geil aus. Ja. Ach, da wird bestimmt nur ein Zombie drin sein, so einer. Irgendein Haus müssen wir uns langsam sichern. Das Ding ist, nachts können wir halt sowieso nicht viel machen. Doch nicht. Das ist das Geräusch für nachts. Jetzt fangen sie an mit Joggen. Alter. Ja, so wie der da hinter uns. Ist keiner. Oh doch, ups. Ah! Lauf, 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 lauf. Alter, das ist so krass rot. Hier irgendwo hoch. Nee. Ach, da bist du. Komm hoch. Immer schön Deckung geben. Na toll. Wow, geh rein, geh rein. Wieder auf, die blöde Kuh. Geh rein, geh rein. Ja. Gefahren. Ich stand nochmal auf, die blöde Kuh. Ja, das ist immer der Fall. Ich achte da immer auf die EP-Anzeige unten rechts. Halleluja! 2,2 Kilometer. Ich renne einfach. Ja, ich schnapp mir gleich dein Zeug, was du da hast. Oder hast liegen lassen. Okay. Olo, du kommst her, das ist echt nicht verkehrt. Das habe ich hier vor. Oh. Wenn die sprinten, dann geben die richtig Hackengas, oder was? Da geben die aber sowas von Hackengas, sage ich dir. Also kannst du da, wenn du keine Ausdauer mehr hast, bist du am Sack oder was? Quasi. Ah, ziemlich mies. Ich geh drauf, ich geh drauf, ich bin draufgegangen. Aber warum? Ja, ich hatte da viele, viele Zombies um mich rum. Hm. Ah, scheiße, hab ich deinen Rucksack aufgenommen. Ich will gerade gar nicht wissen, was das war. Was? Hier sind überall komische Geräusche. Also so ganz komische Geräusche. Es ist krass dunkel. Also laufe ich jetzt einfach nur direkt auf dich zu, oder was? Guck mal, wo du bist. Ja, quasi. Bleib mal kurz stehen. Wenn es geht, ja. Dreh dich mal in meine Richtung. Ja, hab ich. So ein Stück nach rechts. Ja. In die Richtung läufst du. Okay. Wir können nachts nicht so viel machen, renn trotzdem hier raus rum. Ist das normal, dass hier manchmal so ein komisches Geräusch kommt?